Die Hypophyse ist der Dirigent des endokrinen Orchesters. Allerdings ist er ein unsichtbarer Dirigent, da sie gut verborgen im Inneren des Schädels, fast schon im Schwerpunkt in der Sella turcica liegt. Das, was biologisch höchst sinnvoll ist, denn die Hypophyse ist dadurch sehr gut geschützt vor Traumata und anderen Umwelteinflüssen, macht es für die Chirurgie natürlich sehr schwer, denn die Zugangsweise ist schwierig. Uns interessiert das aber heute nur am Rande, denn wir wollen uns die Hypophysenfunktion aus internistisch-endokrinologischer Sicht angucken. Das ist nicht minder komplex und nicht minder faszinierend. Erkrankungen der Hypophyse können sich durch drei klinische Formenkreise zur Darstellung bringen. Zum einen durch eine autonome Produktion von Hormonen, zum zweiten durch eine Hypophyseninsuffizienz und zum dritten durch die raumfordernde Wirkung von Hypophysenadenomen. Es gibt ja durchaus Überschneidungen. Es mag zunächst überraschen, dass die autonome Produktion und eine Hypophyseninsuffizienz gleichzeitig vorkommen können. Das kann aber durchaus sein. Zum einen, indem es unterschiedliche Hormone betrifft. Die autonome Produktion des einen Hormons kann zu einer verminderten Sekretion des anderen führen, etwa durch die raumfordernde Wirkung eines hormonproduzierenden Adenoms, die dann zu einer Verdrängung der Zellen führt, die die anderen Hormone produzieren, aber auch durch funktionelle Effekte, zum Beispiel kann eine erhöhte Prolaktinkonzentration die Sekretion der Gonadotropine LH und FSH inhibieren. Und zum Dritten kann es auch zu einer dynamischen Insuffizienz desselben Hormons kommen. Zum Beispiel kann ein erhöhter Cortisolspiegel im Rahmen eines Morbus Cushing, also eines ACTH-produzierenden Hypophysenadenoms, dann lässt sich in einer Stresssituation gleichzeitig einhergehen mit einer verminderten, stimulierten Cortisolsekretion, sodass wir zwar in Ruhe eine erhöhte Sekretion von ACTH und damit Cortisol haben, aber in einer Stresssituation eine verminderte dynamische Antwort. Als Beispiel möge der Fall eines 60-jährigen Patienten dienen, den wir vor einigen Jahren aus einem niederländischen Krankenhaus heimatnah übernommen haben. Dieser Patient war ursprünglich in Bali im Urlaub, ist dort in eine Klinik aufgenommen worden, nachdem eine progredierende Schwäche, eine Kollapsneigung und schließlich eine Bewusstseinsstörung aufgefallen sind. Er ist dann in ein niederländisches Krankenhaus in Schiphol verlegt worden. Dort ist dann aufgefallen, dass der Patient eine Hyponatriämie, eine niedrige Chloridkonzentration im Serum und schließlich eine niedrige Osmolalität hatte. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn Sie jetzt hier das Video anhalten würden und zunächst mal über die möglichen Differentialdiagnosen nachdenken können, die zu diesem klinischen Bild passen würden. Angesichts der bestehenden hypotonen Dehydratation hatten die Kollegen in den Niederlanden an eine Nebenniereninsuffizienz gedacht, hatten daher sofort Blut abgenommen, um Cortisol zu bestimmen und noch vor Eintreffen des Ergebnisses die Therapie mit Hydrocortison IV, also der medikamentösen Variante des Nebennierenhormons Cortisol, begonnen. Das ist richtig, dieses Vorgehen. Wenn der Verdacht auf eine Nebenniereninsuffizienz besteht, muss sofort eine Therapie gestartet werden. Aber vor dem Start der Therapie sollte man eine Serumprobe asservieren, weil die Diagnostik natürlich durch die Therapie gestört wird, aber das Ergebnis sollte man nicht abwarten. Als das Ergebnis dann eingetroffen ist, hat man dann tatsächlich gesehen, dass die Gelegenheitscortisolkonzentration vermindert war auf 145 Nanomol pro Liter. Der Referenzbereich in diesem Labor lag von 250 bis 880 Nanomol pro Liter. Und man muss dazu bedenken, der Patient war in einer Stresssituation, sodass man sogar eher ein erhöhtes Cortisol erwarten würde. Und der Patient hat sich dann zunehmend gebessert, ist dann aufgewacht und hat dann berichtet, dass er bereits seit einigen Wochen eine ausgeprägte Schwäche und Ganzkörperschmerzen hatte. Eine Vorerkrankung der Nebenniere oder sonstige signifikante Erkrankungen waren nicht bekannt. Bereits in den Niederlanden ist eine Computertomographie des Schädels durchgeführt worden, die eine abnorme Struktur der Sella turcica gezeigt hat, also des knöchernen Bettes der Hypophyse. Und der Patient ist dann nach Bochum verlegt worden, um heimatnah versorgt werden zu können und dann näher hin ins Bergmannsheil, weil hier eine Endokrinologie natürlich zur Verfügung steht, um dort die fachspezifische Diagnostik und Therapieplanung zu ermöglichen. Hier hat sich dann in der Computertomographie, die noch in der Notfallaufnahme durchgeführt wurde, eine deutlich erweiterte Sella-Region gezeigt, wie man hier sehr schön sieht. Näheres kann man hier allerdings nicht sehen, weil dafür reicht die Auflösung einer Computertomographie dann nicht aus. Gut, wir sind beim Thema der Hypophyseninsuffizienz. Um das hier besser zu verstehen, ist es wichtig, sich nochmal die Regelkreise zu vergegenwärtigen,
die Physiologie. Wenn man das verstanden hat, dann ist eigentlich schon ein Großteil sowohl der Diagnostik als auch der Klinik endokriner Erkrankungen ziemlich klar. Womit wir anfangen, und das ist auch für unseren Patienten besonders relevant, das ist der HPA-Regelkreis oder die HPA-Achse. Das kommt vom Englischen, Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis, wird auch als corticotroper Regelkreis bezeichnet. Hier stimuliert die Hypophyse über ACTH die Produktion von Cortisol aus der Nebenniere und das hemmt wieder die ACTH-Produktion. Und der Sollwert des Regelkreises wird über das Releasing-Hormon CRH, Corticotropin Releasing Hormone, aus dem Hypothalamus vorgegeben, welches stimulierend wirkt. Das Ganze ist natürlich eine Vereinfachung. Es gibt noch weitere adrenale Steroide, die ebenfalls Glucocorticoid wirken. Und es gibt auch ein Long-Feedback von Cortisol auf die CRH-Sekretion. Und schließlich gibt es Ultra-Short-Feedback-Mechanismen von der ACTH-Sekretion auf sich selbst und von der CRH-Sekretion, die sich selbst hemmt. Aber zur Vereinfachung möge erstmal diese Darstellung dienen. Sie zeigt auch sehr schön die Struktur des Regelkreises, die nämlich in allen Systemen ähnlich ist. So auch in den gonadotropen Regelkreisen. Wir sprechen hier von den Regelkreisen in der Mehrzahl. Nicht nur, weil es männliche und weibliche Varianten gibt, sondern auch, weil es in jedem Geschlecht eigentlich mehrfache Regelkreise gibt. Es gibt zwei glandotrope Hormone, FSH und LH, und es gibt verschiedene periphere Hormone, die dann jeweils wieder rückkoppelnd wirken. Hier gibt GnRH, das Gonadotropin Releasing Hormone, aus dem Hypothalamus den Sollwert vor. Auch für den somatotropen Regelkreis ist die Struktur ähnlich. STH wird aus der Hypophyse ausgeschüttet, wirkt einerseits direkt als Wachstumshormon, stimuliert aber auch in der Leber die Produktion eines zweiten Wachstumshormons IGF-1, was dann wieder hemmend wirkt. Die Sollwerte werden hier durch GHRH aus dem Hypothalamus vorgegeben, aber auch, es gibt auch einen hemmenden Faktor, das ist das SSIH oder Somatostatin. Den Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Regelkreis, den kennen Sie sicher schon aus der Schilddrüsenvorlesung bzw. dem zugehörigen Video. Auch hier stimuliert TSH die Sekretion von T4 in der Schilddrüse, das hemmt wieder die TSH-Sekretion. TRH aus dem Hypothalamus gibt den Sollwert vor. Auch das ist natürlich eine Vereinfachung. Es gibt noch T3 und weitere Schilddrüsenhormone, insgesamt 27 Metabolite des Thyronin-Grundkörpers, die zum Teil auch sehr wichtig sind. Hier sei für Einzelheiten auf die Schilddrüsenvorlesung verwiesen. Der laktotrope Regelkreis ist etwas anders aufgebaut. Hier gibt es im Wesentlichen ein Ultra-Short-Feedback von Prolaktin auf sich selbst. Ein peripheres Hormon fehlt hier, aber auch einen längeren Rückkoppelungskreis, wo Prolaktin die Sekretion von Dopamin, dem Prolactin-Inhibiting-Factor, stimuliert aus dem Hypothalamus, das dann wieder hemmend wirkt. Dieses Bild ist um 1660 von dem niederländischen Künstler Antonis Mor gemalt worden. Es zeigt den Zwergen des Kardinals. Dieser Patient hat offensichtlich eine Funktionsstörung des somatotropen Regelkreises. Und es ist durchaus sinnvoll, die Hypophyseninsuffizienz nach Regelkreisen einzuteilen. Zunächst mal kennen wir die corticotrope Insuffizienz, das heißt die verminderte Ansteuerung der Nebennierenrinde. Hier kann das ACTH oder das Cortisol erniedrigt sein. Manchmal aber sieht man auch nur eine verminderte Antwort im dynamischen Funktionstest wie dem CRH-Test oder dem ACTH-Test bei noch normalen basalen Hormonen. Symptome können leicht sein, wie Müdigkeit, Blässe, Gewichtsverlust, aber auch schwer und mitunter lebensbedrohlich. Das sind die rot untermalten, wo die Schwäche bis hin zum Schock übergehen kann. Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Kreislaufkollaps. Klinisch findet man dann nicht selten eine Hyponatremie oder eine Hypoglykämie. Die thyreotrope Insuffizienz bedeutet, dass die Schilddrüse vermindert angesteuert wird. Hier unterscheidet man eine partielle und eine komplette thyreotrope Insuffizienz. Bei der partiellen ist FT4 erniedrigt, TSH aber noch normal. Bei der kompletten sind FT4 und TSH vermindert. Die Symptome sind die gleichen wie bei einer Hypothyreose. Und ähnlich wie bei einer Hypothyreose kann es auch lebensbedrohliche Verlaufsformen mit Bradykardie, Hypotension, Hypothermie und schließlich Myxödem-Koma geben. Die gonadotrope Insuffizienz kann ebenfalls partieller oder kompletter Natur sein, ähnlich wie bei der thyreotropen Insuffizienz, dann entweder nur die peripheren Hormone vermindert oder die peripheren Hormone und die
Gandotropin-Steuerhormone ebenfalls vermindert. Symptome sind eigentlich immer ein Libidoverlust oder eine Infertilität. Ansonsten unterscheiden sich die Symptome etwas je nach Geschlecht. Das können Sie ja hier lesen. Zyklusstörungen, affektive Störungen, Haarverlust, Kinder werden eine verzögerte Pubertät aufweisen. Bei beiden Geschlechtern kann es zudem zu einer Osteoporose kommen im Verlauf als weitere Komplikation. Die somatotrope Insuffizienz ist durch eine verminderte IGF-1-Konzentration gekennzeichnet. Die Messung von STH ist hier meist weniger sinnhaft, weil die meisten Assays, die in den Routinelabors zur Verfügung stehen, eine geringe analytische Sensitivität haben und deswegen bereits im Normalzustand eine niedrige Konzentration aufweisen. Manchmal ist es auch hier notwendig, um eine höhere Sensitivität zu erreichen, einen dynamischen Funktionstest durchzuführen, zum Beispiel einen GHRH-Test oder einen Insulin-Hypoglykämie-Test, der allerdings wegen signifikanter möglicher Komplikationen eher selten durchgeführt wird. Die Symptome der Somatotropeninsuffizienz sind bei Kindern relativ klar, es kommt zur Wachstumsverzögerung, aber auch bei Erwachsenen gibt es Symptome, denn auch Erwachsene bilden eine gewisse Menge an Wachstumshormonen und eine Verminderung kann zu einer verminderten Lebensqualität führen, zu einer verminderten Muskelkraft, kann auch zu kognitiven Störungen führen und auf jeden Fall zu Müdigkeit. Der Diabetes insipidus ist ein typisches Symptom des hypophysen Hinterlappens. Hier haben die Werte eine verminderte Sekretion von ADH oder Copeptin. ADH ist das eigentlich wirksame Hormon des hypophysen Hinterlappens, auch als Vasopressin bezeichnet, welches sowohl den Blutdruck erhöhen kann, als auch die Rückresorption von Wasser in der Niere stimuliert und damit ein kritisches Hormon für die Osmoregulation ist. Leider lässt sich das ADH nicht sehr gut messen, weil das ein sehr instabiles Hormon ist. Deswegen wird heute statt des ADHs meistens das Copeptin gemessen. Copeptin wird isomolar mit ADH aus dem Präprovasopressin-Gen prozessiert und kann uns damit ein gutes Maß geben für die ADH-Produktion. Und das Copeptin hat eben den Vorteil, dass es sehr viel stabiler ist im Serum, sodass das Probenhandling sehr viel einfacher ist. Als weiteren Test gibt es ja einen dynamischen Funktionstest, den Durstversuch, den ich Ihnen nachher nochmal zeigen werde. Typische Symptome des Diabetes insipidus sind Polyurie und Polydipsie. Es kann aber auch zu schweren Symptomen wie einer Hypernatremie, zur Kollapsneigung und schließlich zum Schock kommen. Wie kommt es zu diesen partiellen und kompletten Insuffizienzen? Die Funktion der Schilddrüsenhomöostase verschiebt man am besten aus diesen Null-Isoklinen. Wenn Sie die Vorlesung bzw. das Video zu den Schilddrüsenerkrankungen und auch zu den Erkrankungen der Nebenschilddrüsen sich angeguckt haben, dann haben Sie das schon gesehen. Ja, wir haben Isoklinen des Vorwärtspfades, des Regelkreises, des Stimulierenden, das sind hier die blauen Linien, die jeweils aus 2%, 50% und 97% Perzentilen angegeben sind. Und wir haben die Isoklinen des Rückwärtspfades. Das sind diejenigen der Hypophysenfunktion. Das sind die roten gestrichelten Isoklinen. Und dieses Vorwärtspfades sind letztlich die Antworten der Schilddrüse. Und dort, wo sich diese jeweiligen Isoklinen schneiden, das ist der Gleichgewichtswert oder vereinfacht gesagt auch Setpoint des Regelkreises. Und man kann sich nun gut vorstellen, wenn sich diese Funktionen ändern, dann kommt es letztlich auch zu einer Verschiebung des Regelkreises. Wenn wir nur die Hypophysenfunktion ändern, im Sinne einer verminderten Hypophysenfunktion, dann verschiebt sich der Sollwert nach links unten. Rechts oben haben wir die Situation einer partiellen Thyreotropeninsuffizienz. Hier ist das FT4 erniedrigt und das TSH normal. Das sehen Sie daran, dass innerhalb dieses grünen Kreuzes, das die Referenzbereiche für TSH und FT4 wiedergibt. Ja, der Querbalken ist sozusagen der Referenzbereich für TSH und der senkrechte Balken der Referenzbereich für das FT4. Und die Isoklinen schneiden sich jetzt in einer Situation, wo das FT4 erniedrigt ist, das TSH aber noch normal. Das ist die partielle Thyreotropeinsuffizienz. Und wenn es zu stärkeren Funktionsstörungen kommt, dann tritt dann schließlich eine komplette Thyreotropeinsuffizienz auf. Es ist wichtig, dass man sich die Nomenklatur nochmal vergegenwärtigt. Das ist durchaus nicht ganz so einfach. Ja, man unterscheidet zunächst mal aus Sicht der Gesamthypophyse eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, eine Hypophysenhinterlappeninsuffizienz oder auch, wenn beides betroffen ist, einen Panhypopituitarismus.
Und letztlich kann man dann bei der hypophysen Vorderlappeninsuffizienz eine monotrope Insuffizienz, bei der nur ein einzelner Regelkreis ausgefallen ist, eine Partialinsuffizienz, bei der mehrere, aber nicht alle Regelkreise ausgefallen sind, oder eine komplette hypophysen Vorderlappeninsuffizienz unterscheiden. Aus der Sicht des einzelnen Regelkreises gibt es die bereits geschilderte partielle und komplette Insuffizienz. Und hier haben wir so ein gewisses sprachliches Glatteis. Ja, es gibt eine Partialinsuffizienz und eine partielle Insuffizienz. Partialinsuffizienz bedeutet, dass mehrere Regelkreise ausgefallen sind. Partielle Insuffizienz ist eine Aussage über einen einzelnen Regelkreis. Das heißt, dass das periphere Hormon erniedrigt ist, aber das zentrale noch normal. Was können wir nun diagnostisch machen? Zunächst mal geht es natürlich um eine Labordiagnostik. Und meistens ist die Messung eines einzelnen Hormones wenig hilfreich. Man sieht das zum Beispiel hier am Falle der Osmoregulation. Ja, wenn Sie sich die grüne Referenzregion für Vasopressin oder CT-Pro-Vasopressin, also Copeptin, ansehen, das ist im Prinzip ähnlich für beides, dann sehen Sie, dass wir hier einen bedingten Referenzbereich haben. Das heißt, der Referenzbereich hängt ab von der Osmolalität des Plasmas. Je höher die Osmolalität ist, desto höher darf auch das Copeptin sein. Und den Diabetes insipidus, den klassischen hypophysären Diabetes insipidus, haben wir rechts unten. Das ist diese rote Ellipse, der zentrale Diabetes insipidus, wo trotz einer erhöhten Osmolalität die Copeptin-Konzentration niedrig ist. Es gibt auch einen renalen Diabetes insipidus, wo eine Resistenz gegenüber ADH besteht. Das sehen wir rechts oben, das ist diese Kurve, wo dann die Osmolalität erhöht ist, aber das Vasopressin auch durchaus adäquat erhöht ist, aber es wirkt eben nicht. Was wir noch haben, ist das SIADH oder Schwarz-Barter-Syndrom. Das ist das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, dafür steht SIADH. Da wird zu viel ADH produziert. Diese Patienten haben meistens eine erniedrigte Osmolalität oder eine erhöhte ADH-Konzentration oder beides. Ähnliche Überlegungen kann man für die Schilddrüsenfunktion anstellen. Das kennen Sie möglicherweise auch von der Vorlesung zu den Schilddrüsenerkrankungen. Wir haben hier zunächst mal die normale Schilddrüsenfunktion. Das ist hier in der Mitte die Wolke Nummer 1, die grüne Wolke. Das ist das, wo sich vorhin, haben Sie gesehen, die Isoglinen für die Schilddrüsenfunktion und die Hypophysenfunktion für die normale Funktion jeweils schneiden. Dann haben wir eine latente Hypothyreose, wo letztlich das FT4 noch normal ist, aber das TSH erhöht, und eine manifeste Hypothyreose, wo das FT4 dann schließlich erniedrigt ist und das TSH massiv erhöht. Und desgleichen haben wir eine latente Hyperthyreose mit erniedrigtem TSH, aber noch normalem FT4, und eine manifeste Hyperthyreose, wo das FT4 erhöht ist und das TSH deutlich erniedrigt. Diese ganzen Funktionsstörungen folgen der normalen Hypophysenisokline. Das ist logisch, weil die Hypophyse ja auch gar nicht erkrankt ist. Aber die Schilddrüsenisoglinen, die sind verlassen worden. Umgekehrt ist es bei den zentralen Störungen, bei der partiellen Thyreotropeninsuffizienz. Sie erinnern sich, FT4 erniedrigt, TSH noch normal. Oder der manifesten Thyreotropeninsuffizienz, wo beides erniedrigt ist. Diese folgen der normalen Schilddrüsenisogline, aber eben nicht mehr der normalen Hypophysenfunktion, weil eben die Hypophyse erkrankt ist. Desgleichen gibt es leichte oder schwerere Formen einer sekundären Hyperthyreose. Die Wolke Nummer 10 ist eine Besonderheit, das ist auch eine sekundäre Hyperthyreose, in dem Fall bei dem TSH-produzierenden Adenom. In dem Fall ist es so, dass die TSH-produzierenden Adenome manchmal defekte TSH-Moleküle produzieren, die weniger wirksam sind, sodass die TSH-Konzentration sogar etwas höher und die FT4-Konzentration manchmal etwas niedriger ist, als man sonst erwarten würde für eine sekundäre Hyperthyreose. Ist aber nicht immer so. Und 11 schließlich, das sind adaptive Veränderungen der Schilddrüsenfunktion bei kritischen Erkrankungen, die sogenannte Typ-1-Allostase, bei Energiemangel, im Hungerstoffwechsel oder bei Entzündungen. Das nennt man Non-Thyroid-Illness-Syndrom. Euthyroid-6-Syndrom oder Thyroid-Allostasis in Critical Illness, Tumors, Uremia and Starvation. Das sind Veränderungen der Schilddrüsenfunktion bei schwerkranken Patienten, zum Beispiel auf der Intensivstation, die weder eine Dysfunktion der Hypophyse noch der Schilddrüse darstellen müssen, sondern einfach nur adaptive Veränderungen darstellen. Von diesen bihormonalen Darstellungen ist der Weg relativ einfach
zu den statischen Funktionstests. Statische Funktionstests beruhen auf mathematischen Modellen des Regelkreises und versuchen aus den Gleichgewichtswerten der Hormone Aussagen zu gewinnen, indem die zueinander mathematisch in Beziehung gesetzt werden. Schönes Beispiel ist die Schilddrüsenhomöostase. Ausgehend von dem logarithmischen Standardmodell der Schilddrüsenhomöostase, das ist eine etwas vereinfachte Darstellung der Funktion, die Sie hier sehen, kann man hier den TSH-Index nach Jostle berechnen, in den TSH und FT4 im Gleichgewicht eingehen, außerdem der Faktor Beta, der die Form der Funktion wiedergibt. Und Sie können diese berechneten Werte hier eingeben und bekommen dann den TSH-Index nach Jostle, der hat einen Referenzbereich von 1,3 bis 4,1. Verminderter Wert würde für eine thyreotrope Insuffizienz sprechen. Es gibt auch den STSHI, das ist eine standardisierte Form, in dem von dem gemessenen Wert der Mittelwert in der Bevölkerung abgezogen wird und das Ganze durch die Standardabweichung geteilt wird. Das ist statistisch gesprochen eine sogenannte Z-Transformation und die bekommt man die Abweichung des TSH-Index vom Mittelwert in Maßen der Standardabweichung. Das ist manchmal praktischer, das geht dann von minus 2 bis plus 2. Da gibt es Software, mit der man das berechnen kann, die in der Regel auch beide Werte liefert. Das war ein Beispiel für einen statischen Funktionstest. Darüber hinaus gibt es dynamische Funktionstests. Ein Beispiel ist der Durstversuch. Das ist ein Belastungstest, in dem sozusagen die Osmoregulation einer Belastung ausgesetzt wird. Hier darf der Patient für einige Stunden nichts trinken und man guckt dann, wie die Osmoregulation darauf reagiert. Eine normale Funktion würde darin bestehen, dass die Osmolarität des Serums gleich bleibt, die des Urins aber zunimmt. Das wäre eine normale Osmoregulation über mehrere Stunden. Beim Diabetes insipidus ist es genau umgekehrt. Hier würde die Osmolarität des Serums zunehmen, aber die des Urins gleich bleiben, weil eben die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Und vielleicht können Sie sich selbst mal überlegen, welche Situation vorliegt, wenn beides gleich bleibt im Durstversuch, sowohl die Osmolarität des Serums als auch des Urins. Was ist da los? Dynamische Funktionstests braucht man für viele Regelkreise, insbesondere auch für die HPA-Achse oder den Corticotropen-Regelkreis. Das ist hier zum Beispiel ein schönes Beispiel. Das war eine Patientin, die hatte ursprünglich mal ein Cushing-Syndrom und zwar ein ACTH-unabhängiges Cushing-Syndrom bei einem lebenden Rindenadenom. Das ist dann entfernt worden, einseitig adrenalektomiert worden und jetzt ist die Frage, funktioniert denn die kontralaterale Nebenniere noch? Warum stellen wir uns die Frage überhaupt? Die stellen wir uns deswegen, weil es zu einer Situation kommen kann, die man dynamische Kompensation nennt. Das bedeutet, dass durch die lange Unterdrückung der Nebenniere, ja, Sie können sich vorstellen, bei einem Cushing-Syndrom durch eine vermehrte Cortisolkonzentration kommt es zu einer verminderten ACTH-Sekretion, ja, durch die Gegenkoppelung. Das bedeutet aber, dass die kontralaterale Nebenniere dann auch atrophiert, denn die Steuerhormone sind in der Regel auch Wachstumsfaktoren für das jeweilige Zielorgan. Und diese Verminderung des Nebennierenvolumens auf der kontralateralen Seite, die bezeichnet man als dynamische Kompensation. Und die Frage, lag das jetzt bei unserer Patientin vor, funktioniert die kontralaterale Nebenniere noch? Naja, wenn Sie sich jetzt die basalen Hormone anschauen, ACTH und Cortisol, dann sehen Sie, dass die nach der Operation durchaus im Referenzbereich liegen. Man könnte also meinen, dass die kontralaterale Nebennierenrinde funktioniert. Nur das ist nicht notwendigerweise so. Um hier mehr Klarheit zu bekommen, führt man einen dynamischen Funktionstest durch, das ist der ACTH-Test. Hier wird ACTH gespritzt, synthetisches ACTH, das wird auch als Synaktin bezeichnet. Synaktin ist nichts anderes als ein Kofferwort für synthetisches ACTH. Und das ACTH wird dann gespritzt, das synthetische, und dann müsste eigentlich die Nebenniere mit einer gesteigerten Cortisolsekretion reagieren, die man dann auch messen kann. Praktisch macht man das so, indem man basal Blut abnimmt und Cortisol abnimmt. Meistens nimmt man auch ACTH ab, damit, falls eine Funktionsstörung besteht, man gleich eine Sicherheit darüber hat, wo die Ursache der Funktionsstörung besteht, also ob sie eher hypophysärer oder peripherer Natur ist. Und dann werden 250 Mikrogramm ACTH oder Synaktin gespritzt. Nach einer Stunde wird erneut Blut abgenommen und Cortisol gemessen. So, das haben wir hier gemacht und wir sehen, die Cortisolkonzentration ist angestiegen von 76 auf 155. Das reicht aber nicht aus, denn es sollte auf mindestens 200 Mikrogramm pro Liter ansteigen. Das heißt, diese Patientin hat zwar eine hinreichende basale Konzentration, aber doch eine verminderte Stressfähigkeit, weil die Cortisolsekretion nach Stimulation nicht mehr ausreicht. Erfreulicherweise kommt es aber dann zu einer Verbesserung, denn die dynamische
Kompensation läuft auch in umgekehrter Richtung ab und die Cortisolsekretion nach ACTH-Stimulation bessert sich, zunächst auf 188 und dann schließlich auf hinreichende Werte von 215 Mikrogramm pro Liter. Das ist ein Beispiel für einen sehr einfachen dynamischen Funktionstest. Es gibt auch komplexe, zum Beispiel den kombinierten Hypophysenstimulationstest, wo gleich mehrere Releasing-Faktoren aus dem Hypothalamus gespritzt werden, um dann die Funktion des Hypophysenvorderlappens abschätzen zu können. Was wird hier gespritzt? CRH wird gespritzt, um die Funktion des Kortikotropenregelkreises abzuschätzen. GnRH, um die Funktion der Gonadotropenregelkreise abzuschätzen. GHRH für den Somatotropenregelkreis. Und TRH gleich für zwei Regelkreise, einmal für den Thyreotropenregelkreis und zum anderen aber auch für die Prolaktinsekretion, denn Sie erinnern sich, TRH stimuliert auch die Prolaktinsekretion. Und was ist normal? Eine normale Funktion besteht für den CRH-Test darin, dass die ACTH-Konzentration um 50% ansteigt und die Cortisol-Konzentration auf mindestens 72 Mikrogramm pro Liter ansteigt. Sie sehen hier, das ist eine normale Reaktion auf den CRH-Test. Für den TRH-Test bedeutet eine normale Reaktion, dass die TSH-Konzentration ausgehend von einer normalen basalen Konzentration und ebenfalls ausgehend von einer normalen Konzentration für FT4 und FT3 sich um 3 mmIU pro Liter erhöht. Sie sehen, das ist auch der Fall hier. Für den GnRH-Test fordern wir, dass die LH-Konzentration um mindestens den Faktor 3 ansteigt und auch die FSH-Konzentration deutlich zunimmt. Bei Frauen sollte der Test möglichst in der follikulären Phase durchgeführt werden. Wenn er in der lutealen Phase durchgeführt wird, dann würde man noch stärkere Anstiege erwarten. Und schließlich beim GHRH-Test würde man deutliche Anstiege der STH-Konzentration von der mitunter nicht messbaren normalen basalen Konzentration auf mindestens zweistellige Werte im Verlaufe des Tests erwarten. Wie Sie hier also sehen, ist das eine deutliche Stimulation aller Achsen. Das ist ein normaler kombinierter Hypophysenstimulationstest. Hier ist es anders. Hier sehen wir, dass die ACTH-Konzentration kaum ansteigt und nicht hinreichend, die Cortisolkonzentration auch nicht. Die TSH-Konzentration steigt zwar an, aber die Differenz ist auch nicht 3 mmIU pro Liter, das reicht also auch nicht ganz aus. Und auch LH-FSH steigen nicht an und STH ein bisschen, aber auch nicht hinreichend, sodass hier letztlich, wenn man mal von der Laktotropenachse absieht, eine nahezu komplette Hypophysenvorderlappeninsuffizienz vorliegt. So, und das hier ist ein etwas ungewöhnlicher Test. Hier sieht man zwar Anstiege, allerdings relativ verzögert. Ja, auf CRH-Test steigen ACTH und Cortisol an, allerdings relativ spät. TSH steigt nicht an. Die Gonadotropine steigen an und das Wachstumshormon steigt auch ein bisschen an, allerdings auch relativ spät. Allerdings ist das Prolaktin deutlich stimulierbar. Das ist ein typisches Beispiel für eine hypothalamische Funktionsstörung, wo die Störung nicht in der Hypophyse, sondern im Hypothalamus liegt. Das war ein Patient mit einer schweren Fettstoffwechselstörung mit hypothalamischen Mikroinfarkten. Hier kommt es zu einer Stimulation, die allerdings wahrscheinlich ebenfalls durch dynamische Kompensation auf der Ebene der Hypophyse dann zu einer verzögerten Antwort führt. Neben den Hormonmessungen kann die Diagnostik natürlich auch auf der Ebene der Bildgebung erfolgen. Ja, das Wichtigste ist sicher die MRT-Untersuchung der Sellerregion. Was Sie hier sehen, ist eine normale MRT-Untersuchung. Sie sehen hier die Hypophyse und den Hypophysenstiel können Sie gut abgrenzen. Was Sie auch sehen, ist dieser sogenannte Bright Spot des Hypophysenhinterlappens. Das ist in der T1-Wichtung des MRTs ebenfalls ein Normalbefund. So sieht das im Koronarschnitt aus. Meistens stellt man sich die Hypophyse so kugelig vor. Kugelig ist sie allerdings nur in der Leiche, wenn das Gehirn aus dem Schädel entfernt worden ist. In der Sellatozika ist die Hypophyse eher relativ breit, wie so ein Brötchen liegt die hier quer relativ breit drin. Das ist ein normaler Befund. Über der Hypophyse sehen Sie übrigens als ebenfalls helle, breite Struktur das Chiasma opticum, die Sehnervenkreuzung, die direkt darüber liegt. Das erklärt auch, warum es manchmal bei großen Raumforderungen der Hypophyse zu einem Chiasmasyndrom, also zu einer bitemporalen Hemianopsie und mitunter sogar zur kompletten Blindheit kommen kann, eben durch die große nachbarschaftliche Nähe. Das ist ein normaler Befund.
Das hier ist kein normaler Befund, das ist ein großes Adenom der Hypophyse, ein sogenanntes Makroadenom. Als Makroadenom bezeichnet man ein Adenom, was über einen Zentimeter groß ist. Auch das ist im Koronarschnitt ein Makroadenom, was bereits, wie Sie hier sehen, verdrängend einwächst in den Bereich der Sehnervenkreuzung und auch bereits beginnt, seitlich den Carotis Siphon zu ummauern. Das hier dagegen ist ein Mikroadenom, kleiner als einen Zentimeter groß, das man gerade eben so erkennen kann. Nicht alle Raumforderungen der Hypophyse sind Adenome. Es kann sich auch um Metastasen oder entzündliche Veränderungen führen, zum Beispiel im Falle dieses Xanthogranuloms, was man hier in der Hypophyse sieht, ja, was eine sehr große raumfordernde Wirkung hat, aber eben kein Hypophysenadenom darstellt, oder dieses Dermoids in diesem Falle hier. Das ist ein Empty-Cella-Syndrom. Das war eine Patientin, die hatte eine Herpes-Enzephalitis und im Verlauf ist dann eine schwere Hyponatremie aufgefallen und man hat eine Hypophyseninsuffizienz festgestellt. Was Sie hier sehen, ist, dass Sie eigentlich nichts sehen. Ja, Sie sehen keinen Hypophysenvorderlappen hier, auch der Hypophysenhinterlappen lässt sich nicht gut abgrenzen. Der Hypophysenstiel ist extrem schmal. Hier kam es offensichtlich zu einer Schädigung der Hypophyse, vielleicht im Rahmen der Herpes-Enzephalitis. Nicht immer muss eine Empty-Cella mit einer Hypophyseninsuffizienz einhergehen. Manchmal kommt ein Empty-Cella-Syndrom auch durch eine Hernierung, eine Hirnhaut zustande, die dann die Hypophyse nach unten verdrängt, die aber dann durchaus noch funktionsfähig sein kann. Aber das ist natürlich schon ein Risikofaktor für eine Funktionsstörung. Und wenn eine Funktionsstörung vorliegt, haben Sie dann auch eine Erklärung dafür. Das ist eine andere Ursache für eine Funktionsstörung. Das war ein junger Mann, Student in Bochum übrigens, nicht der Medizin, der ist dann irgendwann kollabiert auf dem Unicampus und dann ist eine schwere Hyponatremie aufgefallen, der kam dann auf unsere Intensivstation und hier hat sich dann gezeigt, dass der Patient eine Hypophyseninsuffizienz hat und was Sie hier sehen, ist, dass die Hypophyse sich nicht normal darstellt im MRT, die ist relativ inhomogen, signalarm im MRT und man sieht auch nicht den Bright Spot des Hypophysenhinterlappens. Was man zusätzlich sieht, ist, dass der Cellaboden erodiert ist. Das ist eine Hypophysitis, eine entzündliche Veränderung der Hypophyse, die bereits auf den Knochen außenrum übergeht. Das wiederum ist eine andere Ursache einer Hypophyseninsuffizienz. Das war eine Patientin, die ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten hat. Und hier kam es zu einer Schädigung der Hypophyse. Sie sehen hier, dass der Hypophysenstiel sehr, sehr schmal ist, sodass möglicherweise die Hypophyse auch nicht ausreichend versorgt wird mit Releasing-Hormonen aus dem Hypothalamus und deswegen möglicherweise nicht genügend produziert. Soweit zur Diagnostik. Was können wir therapeutisch tun? Zunächst mal geht es natürlich um die Hypophyseninsuffizienz und hier reden wir von der substitutiven Therapie mit Hormonen. Die nächstliegende therapeutische Option ist die Substitution mit den fehlenden Gandotropenhormonen. Das macht man zum Beispiel bei Wachstumshormonen so. Mitunter auch mit den Gonadotropinen FSH und LH. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein Kinderwunsch besteht. Hier werden mitunter auch Analoga verwendet. Hinsichtlich der Schilddrüse und der Nebenniere macht man das meistens nicht, weil es hier einfachere Therapieoptionen gibt. Theoretisch gibt es rekombinantes, humanes, TSH, RH, TSH. Das wird aber nur für die Radiod-Diagnostik und Therapie bei Schilddrüsenkarzinomen verwendet. Und auch da nur relativ selten, weil es sehr teuer ist. Und ACTH wird heute nur noch für die Diagnostik verwendet, für den ACTH-Test. Früher hat man das durchaus auch verwendet, um eine kortikotrope Insuffizienz zu behandeln. Aber das macht man eben deswegen kaum noch, weil eben eine viel einfachere Therapie in Form der Substitution der peripheren Hormone möglich ist. Hydrocortison in dem Falle, um die kortikotrope Achse zu substituieren. L-Thyroxin kann man einfach einnehmen, um die Schilddrüsenfunktion zu ersetzen. Das kann man eben oral durchführen, diese Therapie in Form von Tabletten. Das ist natürlich viel einfacher und billiger, als die Gandotropenhormone zu geben. Man kann auch Geschlechtshormone geben, Testosteron oder Östrogene, um die Gonadotropie-Insuffizienz zu behandeln. Damit können Sie aber keinen Kinderwunsch erfüllen. Wenn ein Kinderwunsch besteht, dann müssen Gonadotropine verwendet werden. Hinterlappenhormone gibt man bei Hinterlappeninsuffizienz, insbesondere Desmopressin, das ist ein langwirksames Vasopressin oder ADH-Analogon bei Diabetes insipidus. Oxytocin wird eigentlich nur in der Geburtshilfe verwendet, wenn eine Kontraktionsstörung des Uterus vorliegt, um die Kontraktion und die Rückbildung zu stimulieren. So, zurück zu unserem Kasus Nummer 1, zu den Patienten. Sie sehen hier schon im Labor, dass hier viele Parameter pathologisch sind. Die Werte gehen hier von links nach rechts in der Zeit.
Wir greifen uns mal die endokrinen Parameter heraus. Und was wir in den ersten beiden Spalten sehen, ist, dass das ACTH niedrig und das Cortisol hoch ist. Das überrascht uns jetzt vielleicht zunächst mal ein bisschen. Wir haben ja eigentlich gedacht, er hätte eine kortikotrope Insuffizienz. Hat er auch, aber dieser Patient bekommt Hydrocortison und das messen wir. Also das können wir eigentlich vergessen, diese Werte. Das sind einfach nur Messartefakte, ja, unter der Therapie. Aber bereits in den Niederlanden ist ja die kortikotrope Insuffizienz aufgefallen. Was man sieht aber noch mehr. Wenn Sie die dritte Spalte anschauen, sehen Sie, dass FT4 und FT3 vermindert sind, während TSH normal ist. Das ist also eine thyreotrope Insuffizienz. Und wie wir vorhin besprochen haben, ist das das Muster der partiellen thyreotropen Insuffizienz. Prolaktin ist deutlich erhöht. Das könnte möglicherweise an der besonderen Form der Regulation der Prolaktinsekretion liegen. Sie erinnern sich, Prolaktin wird auch inhibierend reguliert durch den Prolaktin-Inhibiting-Faktor oder Dopamin. Und wenn es hier ein relativ hochliegendes Hypophysenadenom das Portalgefäßsystem zwischen Hypothalamus und Hypophyse unterbricht, dann kann das Prolaktin allein deswegen ansteigen. Das nennt man Entzügelungshyperprolaktinämie. Das muss nicht bedeuten, dass der Patient ein Prolaktinom hat. Aber es könnte natürlich auch sein. Und das Testosteron, wie Sie sehen, ist deutlich erniedrigt bei eher niedrigen Werten für LH und FSH. Das ist eine gonadotrope Insuffizienz an der Grenze zwischen komplett und partiell. Wir haben dann ein MRT durchgeführt und hier sieht man ein großes Hypophysenadenom, welches die komplette Sella-Region ausführt. Zum Vergleich nochmal das CT, das initial in der Notfallaufnahme durchgeführt worden ist. Hier sehen Sie die deutlich schlechtere Auflösung des CTs. Das MRT bietet hier eine sehr viel höhere Detailgenauigkeit. Das ist die T1-Wichtung. In der T2-Wichtung können Sie noch zusätzliche Informationen gewinnen. Soweit zur Hypophyseninsuffizienz. Es gibt natürlich neben der Insuffizienz auch eine autonome Produktion in der Form von Hypophysenadenomen, die autonom hypophysäre Hormone produzieren. Letztlich ist es aber so, dass die meisten Hypophysenadenome Hormon inaktiv sind. Mit großem Abstand. Hormoninaktive Hypophysenadenome sind sogar ausgesprochen häufig im Sektionsgut und auch in radiologischen Untersuchungen kann man feststellen, dass ungefähr 15-25% der Normalbevölkerung Hypophysenadenome aufweisen, ohne dass sie jemals irgendwelche Symptome haben oder hatten. Ja. Viel seltener sind die Hormonproduzierenden, davon sind die häufigsten noch die Laktotrophen. Das sind die Prolaktinome, also die Adenome, die Prolaktin produzieren. Etwas seltener sind die Gonadotrophen, die LH, FSH oder beide produzieren. Viel seltener dann die Somatotrophen. Und ausgesprochene Raritäten sind die Kortikotrophen, die nur noch zu 5 pro 100.000 Fällen auftreten. Und extrem selten sind die Thyreotropen, also TSH-produzierende Adenome, die dann zu einer sekundären Hyperthyreose führen. Wahrscheinlich gar nicht so selten sind die Plurihormonalen, die mehrere Hormone produzieren, zum Beispiel die Somatomammotropinome, die Wachstumshormone und Prolaktin produzieren. Da ist die Statistik nicht sehr genau, deswegen kann die Prävalenz nicht genau angegeben werden, aber die sind nach meiner eigenen Erfahrung extrem häufige Hypophysenadenome. Das ist Kasus Nummer 2, ein anderer Fall. Das ist ein Patient, der sich bei mir in der Ambulanz vorgestellt hat, nachdem er letztlich notfallmäßig in ein Krankenhaus in Hessen eingeliefert worden ist. Dieser Patient hat in Bochum gewohnt, aber hat in Frankfurt in einer Großbank gearbeitet und ist regelmäßig am Wochenende zurückgefahren zu seiner Familie. Und an einem dieser Wochenende musste der ICE angehalten werden in einer hessischen Stadt, weil der Patient stärkste vernichtungsartige Kopfschmerzen hatte und beginnende Bewusstseinsstörungen. Er wurde dann in ein Krankenhaus eingeliefert und dort hat man dann eine große Raumforderung der Hypophyse gesehen. Man wollte ihn dann dort gleich operieren, aber der Patient hat das letztlich verweigert und wollte zu uns ins Bergmannsheil, denn er hat ganz gute Erfahrungen gemacht, weil seine Schwiegertochter, die hat ebenfalls ein Hypophysenadenom, allerdings, wie sich später herausgestellt hat, eines, was ein anderes Hormon produziert, und war der Meinung, dass seine Schwiegertochter hier sehr gut versorgt würde von uns und wollte dann deswegen auch von uns versorgt werden. Hier hat man dann gesehen, dass er ein großes Makroadenom hat. Ja, das haben Sie initial schon gesehen bei den Beispielen der Bildgebung. Und dieses Makroadenom hat letztlich Prolaktin produziert. Das war ein Prolaktinom. Wir haben dann darauf verzichtet, den Patienten zu operieren. Das ist meistens besser.
den Prolaktinomen, wenn die operiert werden, dann können die manchmal semi-maligne entarten und invasiv zu wachsen anfangen, was wahrscheinlich daran liegt, dass wiederum das Portalgefäßsystem, was das inhibierende Dopamin produziert, unterbrochen wird. Besser ist es, Prolaktinome medikamentös zu behandeln mit Dopaminagonisten, was wir in dem Falle dann auch gemacht haben in Form von Quinagolid. Und das hat zu einer deutlichen Besserung geführt, zu einer sehr schnellen Linderung der Symptome, zu einer Normalisierung des endokrinen Musters und schließlich nach einem halben Jahr auch zu einem beginnenden Einschmelzen des Hypophysenadenoms, was mittlerweile fast verschwunden ist. Soweit zum Prolaktinom, dem häufigsten hormonbildenden Hypophysenadenom. Das Somatotropinom führt zu einer Akromegalie, bei Kindern zu einem Gigantismus, zu einem Hochwuchs, bei Erwachsenen aber zu einer Akromegalie. Sie sehen hier zwei historische Beispiele. Bei den Patienten links sieht man die vergröberten Gesichtszüge und die vergröberten Finger auch und die vergrößerten. Bei der Patientin rechts oben, das ist insofern interessant, als es dieselbe Patientin im Verlaufe von wenigen Jahren zeigt. Ja, das linke Bild zeigt das Gesicht der Patientin, bevor die Akromegalie aufgetreten ist, und man sieht, zu welchen entstellenden und signifikanten Veränderungen die Wachstumshormonproduktion führt. Die Akromegalie ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sie kann auch schwere Probleme nach sich ziehen, zum Beispiel die Viszeroimegalie, eine Herzinsuffizienz, Aortenaneurysmata, und kann auf diese Weise nicht selten tödlich sein. Das Cushing-Syndrom ist zunächst mal die Überversorgung mit Cortisol. Was für uns aus hypophysärer Sicht ist interessant, ist vor allem der Morbus Cushing, wo ein Hypophysenadenom ACTH produziert, welches dann die Nebenniere veranlasst, Cortisol zu produzieren. Die Symptome sind aber immer die gleichen. Typisch ist ein Mondgesicht, ja, die Facies lunata, dann die Facies rubra, die Rötung des Gesichts oder die Plethora, Akne, Büffelnacken oder Stiernacken, stammbetonte Adipositas. Und was Sie hier in dem Bild sehen, was ganz charakteristisch ist, sind diese Striae rubrae, diese roten Streifen. Wenn Sie die sehen, dann besteht ein hochgradiger Verdacht auf ein Cushing-Syndrom. Die Phänotypen des Cushing-Syndroms sind divers. Links oben sind die normale Funktion, die Stimulation der beiden Nebennieren durch ACTH und die Rückkopplung dann über Cortisol. Das hatten wir in vereinfachter Form vorhin schon gesehen. Und was zum Beispiel vorliegen kann, ist ein ACTH-unabhängiges Cushing-Syndrom durch ein Nebennierenadenom, welches Cortisol produziert. Hier haben wir dann ein niedriges ACTH, aber ein erhöhtes Cortisol. Eine ähnliche Konstellation sehen wir auch bei einer bilateralen makronodulären Hyperplasie. Das sind meistens genetische Syndrome, die dazu führen. Hier haben wir beidseitig vielfältige Knoten, die Cortisol produzieren, die dann ebenfalls zu einem ACTH-unabhängigen Cushing-Syndrom führen. Ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom liegt vor, wenn das ACTH ebenfalls erhöht ist. Zum Beispiel in diesem Falle, das wäre der klassische Morbus Cushing, ein Hypophysenadenom, welches ACTH produziert. Im Beispiel E haben wir ebenfalls ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom, aber entweder nicht durch ein Adenom, sondern nur durch eine verminderte Sensitivität der Hypophyse gegenüber Cortisol. Das kann zum Beispiel durch genetische Syndrome bedingt sein. Das kann aber dann sekundär dann auch durch dynamische Kompensation wieder zu einem Adenom führen, was aber nicht die Ursache, sondern eher die Folge der Erkrankung darstellt. Beispiel F stellt ebenfalls ein ACTH-abhängiges Cushing-Syndrom vor, aber in dem Fall im Sinne einer ektopen ACTH-Produktion, etwa wie in dem Beispiel dargestellt durch einen neuroendokrinen Tumor der Lunge, der dann ACTH produziert. Ein neuroendokriner Tumor kann auch CRH produzieren, welches dann die Hypophyse zur Produktion von ACTH veranlasst. Oder er kann Bombesin produzieren, welches dann die Sekretion von CRH aus dem Hypothalamus stimuliert und dann zu einem tertiären Cushing-Syndrom führt. Natürlich kann das Cushing-Syndrom auch medikamentös induziert sein durch eine Steroidtherapie. Das wird in der Praxis sogar der häufigste Fall sein. Und letztlich Beispiel J wäre eine Therapie mit ACTH. Das sieht man heute kaum noch, weil ACTH, wie schon erwähnt, heutzutage nur noch zu diagnostischen Zwecken verwendet wird. Aber theoretisch kann auf diese Weise auch ein Cushing-Syndrom ausgelöst werden. Was können wir therapeutisch tun? Gut, wenn wir Hypophysenadenome haben, dann wäre natürlich eine operative Therapie, abgesehen vom Prolaktinom, die Therapie der Wahl. Hier kennen wir die transnasale, transphenoidale Operation oder die transkranielle.
Das kennen Sie sicher aus den Vorlesungen der Chirurgie, das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Es gibt auch strahlentherapeutische Maßnahmen, Gamma Knife oder Cyber Knife. Im letzteren Fall wird durch einen Roboterarm letztlich die Strahlung genau in dem Adenom fokussiert. Und das interessiert uns natürlich uns als internistische Endokrinologen vor allem, gibt es eine medikamentöse Therapie. Wenn wir Hypophysenadenome behandeln wollen, dann wäre die eine Möglichkeit, dass wir die peripheren Hormone unterdrücken. Das wäre zum Beispiel eine Therapie mit Adrenostatika, wie zum Beispiel Methyrapon, um die Cortisolproduktion zu hemmen, oder Thyristatika wie Tiamazol oder Carbimazol oder Propyltiouracil, um die Tyrosinproduktion zu hemmen. Man kann auch die Glandotropenhormone hemmen. Typisches Beispiel wäre Piquvisomant, das wäre ein GH-Rezeptor-Antagonist. Ähnlich kann man Hypophysen-Hinterlappenhormone produzieren. Typisches Beispiel wären Aquaretika, zum Beispiel Tolbaptan oder Conivaptan, die den V2-Rezeptor für Vasopressin hemmen. Das wäre eine Therapie für das SIADH oder Schwarz-Barter-Syndrom. Was man relativ häufig macht, ist, dass man mit Somatostatin analoga therapiert. Octreotid, Lanreotid oder Pasireotid werden hier zu nennen. Ja, Octreotid und Lanreotid werden zum Beispiel verwendet, um Wachstumshormone produzierende Adenome bei Akromegalie zu behandeln. Pasireotid ist zugelassen für die Therapie des Morbus Cushing. Die jeweils sind die Rezeptorspezifitäten etwas unterschiedlich. Und Dopaminagonisten kann man ebenfalls verwenden, um die Hormonproduktion aus dem Hypophysenvorderlappen zu bremsen. Bromokreptin, Cabergolin und Pinagolid werden hier zu nennen. Die werden meistens verwendet, um Prolaktinome zu behandeln, können aber auch mal in Ausnahmefällen bei therapieresistenten Akromegalien oder TSH-Omen eingesetzt werden, obwohl dort häufiger die Somatostatin-Analoga zum Einsatz kommen. Gut, letztes Beispiel betrifft einen 57-jährigen Patienten. Der wurde uns eingeliefert mit typischen Symptomen eines Diabetes, Polydipsie und Polyurie. Er hat aber keinen Diabetes mellitus, weil der Blutzucker war immer normal. Also besteht die Differentialdiagnose eines Diabetes insipidus. Und wichtig ist vielleicht, dieser Patient hatte im Rahmen eines Arbeitsunfalls ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, als ihm in einem Eisenwerk eine große Stahlplatte auf den Kopf gefallen ist. Wir erinnern uns, ein Schädel-Hirn-Trauma kann durchaus eine Ursache für eine Hypophyseninsuffizienz sein. Folgerichtig haben wir einen Durstversuch durchgeführt. Wir sehen hier den Verlauf, das geht hier von rechts nach links in dieser Darstellung. Wir sehen rechts zunächst mal die Osmolarität des Serums oben am Anfang der Untersuchung und dann während des Durstversuches nahm die Osmolarität zu. Ja, und unten sehen wir die Osmolarität des Urins, die hat zwar auch zugenommen, aber nicht sehr stark, da würde man eine stärkere Zunahme erwarten. Also wovon wir ausgehen, ist letztlich aufgrund dieses Musters ein partieller Diabetes insipidus. Bildgebend sehen wir hier die Hypophyse mit einem relativ schmalen Hypophysenstiel. Das ist möglicherweise die Folge des Schädel-Hirn-Traumas. Es ist durchaus von Bedeutung, sogar von fundamentaler Wichtigkeit, dass die Hypophyse eine Hirnanhangsdrüse ist und dass sie deswegen vielfältige sowohl anatomische als auch funktionelle Beziehungen zum Hypothalamus und zu anderen Strukturen des Stammhirns hat. Diese Wechselwirkungen spielen zum Beispiel dort eine Rolle, wo es um homöostatische und allostatische Prozesse geht und insbesondere um die Integration dieser Prozesse auf der Ebene des Gesamtorganismus. Als Beispiel diente die zentrale Steuerung der Schilddrüsenallostase. Das TRH-Neuron im Nucleus paraventricularis des Hypothalamus ist ein Integrator einer Vielzahl an Afferenzen. Hierzu zählen zum Beispiel Informationen über den Energiestoffwechsel, über den Status des Immunsystems und über das aktuelle Stressniveau. Es ist daher sicher nicht überraschend, dass die Beziehungen des Hypothalamus vielfältig sind, insbesondere zu Strukturen wie dem Locus coeruleus, zur Amygdala, zum Tegmentum und zu anderen wichtigen Bestandteilen des limbischen Systems. Das gilt natürlich nicht nur für die Schilddrüsenhomöostase, sondern im Prinzip für jeden endokrinen Regelkreis. Das wollte ich Ihnen zum Abschluss noch mitgeben, denn es ist durchaus wichtig, etwas über die psychische Verfassung unserer Patientinnen und Patienten zu wissen, wenn wir die Muster, die sich uns als Laborkonstellationen, als Hormonkonzentrationen lässt sich widerspiegeln, wenn man die richtig interpretieren möchte.